Bevor wir mit den einzelnen Wirbelkörpern jetzt gleich arbeiten werden, machen wir mal das, was wir vorhin am Hinterkopf gemacht haben. Wir überkreuzen mal hier in verschiedenen Positionierungen, wie so eine Fingerchoreografie. Unsere Fingerbeeren können jetzt mit allen fünf Fingern in diesem Bereich Druck geben, aber auch hier kleine Verschiebung, kleine Längs-Querfriktion, je nach Muskel einbauen, haben hier eine gute Palpationsmöglichkeit und wie ihr an seinem roten Rücken seht, regen wir auch sehr die Durchblutung an und wir haben den Vorteil, dass wir so nicht unsere Daumen- und Handgelenke allzu sehr belasten. Wir können hier wirklich mal mit dieser Idee so ein bisschen arbeiten. Wie fühlt sich das für dich an? Das ist ganz okay. Angenehm oder okay? Beides oder Grenzbereich? Ne, dass ich hier wirklich, ne, auch wenn ich die 100.000 potenziellen Akupressur, Tenderpoints, Triggerpunkte hier nicht kenne, werde ich 95% mit Sicherheit tangieren. Dass ich immer wieder meine Finger verschieden positioniere. Jetzt mache ich mal das, was ich vorhin beim Skelett gezeigt habe. Ich palpiere hier mal den ersten Dornfortsatz, TH1, gehe zwischen die Dorn- und Querfortsätze und schiebe jetzt mal den Wirbel transversal nach links und rechts und du bewegst mal deine ganze Wirbelsäule wie eine Schlange und hilfst mir dabei. Ne, sehr wichtig hier der erste Brustwirbel, der wichtige Kopfschmerzpunkt, Blase 11, dann gehe ich weiter zum zweiten, gehe dann erst zwischen die Dorn- und Querfortsätze und dann über die Querfortsätze, dann zum sehr wichtigen dritten und mache das hier gleich Wirbel für Wirbel, das kann ich jetzt relativ fließend machen. Gerade wenn ich jetzt hier an der unteren BBS gleich sein werde, da auch ruhig ein bisschen verweilen. Gerade so im diafragmentalen Bereich sind wir oft sehr, sehr fest hier an den Inserationen, Aufhängung. Und gehe jetzt wirklich hier mal auch ruhig über die LWS mit rüber auf das ISG rauf und lasse die Bewegung ausschmelzen. Dann gehe ich hier, beginne am Akromion und gehe jetzt hier paraskapular entlang. Ich habe hier wieder alle Finger aufgesetzt, aber mein Daumen ist sozusagen hier der Hauptakteur. Die anderen stabilisieren und palpieren gleichzeitig ein bisschen mit. Wenn jetzt hier die Spina Scapulae ist, paraskapular, also auf den Rhomboideus Major Rand drauf, circa einen Daumenbreit tiefer, haben wir einen sehr wichtigen Akupressurpunkt. Nennt sich Blase 43, auch ein potenzieller Triggerpunkt der Rhomboidee, vor allem des Rhomboideus Major. Jetzt kannst du auch mal ein bisschen deine Schulterblätter nach außen, nach innen bringen dabei. Wenn ich jetzt auf diesem Punkt bin. Und dann kannst du wieder innehalten und jetzt laufe ich hier, wo der Deich hier nach lateral kippt, sprich die autoktone Muskulatur, einfach wieder nach kaudal. Gehe jetzt hier wieder um neben den ISG entlang und lass die Bewegung ausfließen, baue noch mal ein paar sanfte Einstreichungen mit ein. Okay, dann mal kurz Kamera stoppen.